Erstmal ein herzliches Hallo an alle Zuschauer, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Ich habe erfahren, dass so Daytona der zweite Chapter rausgekommen ist. Deswegen wollte ich hierzu heute livestreamen. Und das werde ich auch hinterher auf YouTube geschnitten hochladen. Und ich dachte mir auch, wir starten direkt von Chapter 2, weil Chapter 1 kennt wahrscheinlich jeder genauso wie ich. Also, wer Daytona nicht kennt, das ist so gesehen die Vorgeschichte zu Undertale. Ist auch sehr gut gemacht. Chapter 1 habe ich so dreimal durchgespielt. Und wir starten jetzt direkt bei Chapter 2. Da werden noch in Zukunft mehrere Chapters kommen und ich werde das Spiel natürlich durchspielen. Wenn ich dann das Spiel spiele und livestreame, dann kommt auch ein ganzer Stream auf YouTube. Und ich bin schon gespannt, wie der zweite Chapter aussehen wird. Wird das jetzt genau da anfangen, wo der erste aufgehört hat? Wo Chris im Bett auf einmal die Kara-Augen hatte? Ja, meinen Namen kennen hier auf Twitch und YouTube alle. Muss natürlich den jetzt erstmal einzeln eingeben. Kann ich das auch mit der Maus machen? Nein, kann ich nicht. So. Gleich habe ich ihn eingegeben. Dann können wir starten. So. Werde ich mit eingeben. Ist das mein Name? Natürlich ist das mein Name. Let's go! Ich werde versuchen, in diesem Run, also bei Deltarune komplett friedlich zu bleiben. Ich will keinen umbringen. Ich mache keinen Genocide. Ja, wir sind wach. Warte. Ist das ein... Ist das ein Messer? Ja, es fängt genau da an, wo der erst aufgehört hat. Ja, natürlich habe ich den ganzen Kuchen gegessen. Der war so lecker. Danke. Ja, ich weiß nicht, wovon du redest. Nein, bitte tu das nicht. Gib mir meinen Kuchen. Ich kann nicht ohne meinen Kuchen. Ja, ich versuche jetzt natürlich schnell zur Schule zu kommen. Und wir haben wieder diesen leeren Gesichtsausdruck, den man auch im Chapter 1 hat. Ich freue mich dann auch, meine ganzen Freunde wiederzusehen, die ich in der Schattenwelt hier hatte. Oder wie die Kartenwelt da hieß. Das wird ein Spaß. Ich weiß es jetzt schon. So, hast du noch ein bisschen Kuchen für mich? Ich hatte ein bisschen zu wenig letztens. Ja, na komm, lass uns gehen. Ich werde nicht versuchen, hier zu übersetzen. Ich bin scheiße darin. Wenn ihr eine Übersetzung haben wollt, müsst ihr sie selber googeln. Ja, ich bin da endlich. Wow, selbst Susie war schneller als ich. Und das ist ein Klassenschwänzer. Ja? Was ist Susie? Ja? Ach so, es tut mir leid, dass du jetzt nur wegen ihr pünktlich warst. das tut sie gerade. Ich weiß nämlich, wie sehr sie mir in Chapter 1 in den Arsch getreten hat. Zumindest hat sie es versucht. Im Ende Chapter 1 war nur der König und... Ich weiß nicht mehr, wie der... Fatzke im Keller hieß, aber der war der absolute Albtraum. Dein Lachen gefällt mir immer noch so sehr. Das ist einfach wunderschön. Ja. Guten Morgen. Okay. Ich weiß nicht, was von der Seite aus ist. Ich lese doch immer gerne. Los, ja genau, mach du es. Och Mann, warum darf nur er nicht?
Warum sieht das aus wie dieser Gundam Knuckles? Das Bild. Also ich finde es ja schön, dass sie sich jetzt mittlerweile ein ganzes Entwicklerteam für dieses Spiel besorgt haben, damit sie mit dem Spiel auch vorankommen. Seite 142. War die beste aller Zeiten. Zwar die schlechteste aller Zeiten. Ja, Zeiten sind gut und Zeiten sind schlecht. Okay. Das muss man nicht mit anhören. Ja, da wäre ich auch eingeschlafen, bin ich ganz ehrlich. Bei sowas würde ich direkt einschlafen. Ich sag, wie es ist. Warum bin ich als Einziger noch da? Kann mir das einer mal erklären? Ich will mal kurz gucken, ob die Sounds überhaupt richtig laufen. Ja, sie laufen. Da war ich mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Ja, ich habe die ganze eine Stunde über geschlafen. Es tut mir so leid, aber der Kuchen. Ich musste davon einfach nochmal neu träumen. Es ist sogar gewohnt, dass ich schlafe. Wie wär's? Gehen wir hier unseren alten Kumpel besuchen, den guten alten Lancer. Der hieß doch so. Ich habe sehr, sehr lang keinen Deltarune gespielt. Warum hast du nicht geschlafen? Ja, das zum einen. Ja, sie will nochmal zurück. Ich hätte nach so einem Erlebnis auch nicht schlafen können. Natürlich ist das passiert. Ja, die sind alle noch dahin in der Ecke. Ja. Gehen wir jetzt nochmal in den dunklen Kleiderschrank? Ja, gehen wir. Na toll. Mal sehen, ob es diesmal funktioniert. Gehen wir rein. Ja, wir werden weiter Freunde bleiben. Wir wurden erwischt, Susi. Danke. Hi. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ah, ja. Okay, und sie wollte uns dazu einladen, oder? Ich wäre damit einverstanden. Dann wäre ich wenigstens nicht zerlegt. Ja, komm. Nee, das musst du auslöffeln. Ich weiß nicht, was schlimmer wäre. Alleine im Schrank abzuhängen? Oder dass wir gerade ein Verbrechen begehen? Wofür bringt mich Susi weniger um? Das ist gerade eine sehr schwierige Frage. Ach komm, das klingt mehr nach Susi. Ach so, sie muss gestehen. Aber es klingt auch mehr nach ihr. Ja. Ich werde es versuchen. Ich kann aber nichts versprechen. Ich will mal kurz reinhören, wie gut der Sound zu hören ist. So, jetzt will ich einmal reinhören. Okay, weil ich gucke auch gleichzeitig übers Handy. Weil man am PC nicht unbedingt immer alle Nachrichten durchkriegt. Ich hätte auch das andere nehmen können. Ach so. Vielleicht will sie sich mit dir anfreunden.
Ach so. Ja. Die sind dich verknallt, offenbar. Ich glaube daran. Das wiederum nicht. Ach, die dunkle Welt war doch wunderschön. Wurde doch nur zigtausendmal von diesem Jasper, oder wie der heißt, erledigt. Das war so schlimm. Ja, das ist unser Ding. So, wer wird uns diesmal aufhalten? Scheint, als wären wir wieder hier. Also scheint es ja zu klappen. Und diesmal bitte nicht jeden verkloppen, Susi, okay? Ach, diese Welt. Sie ist immer noch wunderschön. Hallo, da ist sie. Ich frag mich, wie die Zeitdifferenz ist. Ein Tag? Ah, okay, es ist dieselbe. Oh, ich weiß, wie das ist. Nein, ich hab viel. Ich hab schon einige Freunde. Ja, das klingt doch nach einem Plan. Frag mich, ob in Chapter 2 Lancer auch in unserem Team ist, zur Abwechslung. Gute Frage. Wo ist jeder? Okay, wir warten. Okay, was willst du mich fragen? Hä, wieso das? Woher weißt du überhaupt all das? Okay, und wie komme ich jetzt zurück? Einfach hier drüber, ne? Ich kann doch jetzt nicht von hier aus bis zum Kastel laufen. Ja, natürlich. Ich will immer ein Stück vom Kuchen, weißt du doch. Ich wurde doch sogar schon ermahnt deswegen. Okay, ich denke mal, hier ist die Tür geschlossen, also versuchen wir es gar nicht erst. Kann ich jetzt einfach so wieder zurück? Ja, kann ich. Okay. Ostseite. Alles mitnehmen. Und wieder da rein. Hm? Ah, jetzt sind alle da. Hallo, Lancer. Ja, das hat doch super funktioniert. Das will ich jetzt wissen, was du meinst. Wie, alles weg. Ja. Ach so, ich habe damit die alte dunkle Welt zerstört. Ups. Gute Frage. Was, sie hat ein eigenes Castle? Das habe ich komplett verdrängt. Okay. Und die Kraft unseres Brunnens. Ah, und diese Stadt wird sich jetzt mehr und mehr verändern. Okay, von jetzt an die Gegner, die wir verschonen, werden die werden der Stadt hinzugefügt. Ich werde auch einmal einen Genocide machen mit einem Zweitspielstand. Einfach, weil ich es wissen will.
Ob wir diesmal wirklich umbringen können. Dann zeig mir mal, was ihr mir zeigen wollt. Ich bin schon gespannt. Nein, lass ihn uns doch nicht besiegen. Aber das muss ich erstmal speichern. Ich habe so viel in dieser kurzen Zeit erlebt. Leute, da muss ich speichern. So. Was ist in dem Buch? Nein! Nein, nein, nein! Am Ende muss ich das Buch wieder mitnehmen und werd's nicht los. Wer bist du denn? Es ist ein bisschen es macht einem Angst, sich zu einem anderen Ball zu bewegen, aber als Ball. Da ist nix. Du bist ein Hutständer. Prinzessi. Ja, du hältst deinen Hut fest. In diesem Castle war ich, glaube ich, noch nie. Ja, du wolltest uns nur dein großes Haus zeigen. Was willst du uns zeigen? Ich bin so gespannt. Ach, Räume für uns, oder wie? Och, das ist aber lieb. Und wir jederzeit hier hin können. Das ist aber nett von dir. Wir haben jetzt ein zweites Zuhause, Leute. Ich guck auch mal hier ab und zu jetzt wieder gesagt in den Chat. Momentan ist da nichts los. So. Egal was draußen passiert, wir haben hier ein zweites Zuhause. Dann, welches Zimmer schauen wir uns zuerst an? Meins oder ihres? Ich würde sagen meins. Das sieht teilweise wie unser Zimmer in unserem Haus aus, nur fehlt die Hälfte. Ist was in dem Schrank drin? Nee. Ich könnte anziehen, was auch immer ich will. Nein. Ich will es nicht haben. Das muss ich direkt nutzen. Ich habe sogar Trophäen hier. Endlich. War ja klar, dass Susi nur ihr eigenes Zimmer sehen will. Ja. Sogar ihr Angriff ist als Teppich dort. Mag sie es denn? Hey, du hast jetzt hier deinen eigenen Raum. Oh, das ist schon recht cool. Das ist eine gute Frage. Also ist es ja nur einen Tag vergangen. Du bist aber schon knuffig, Rosie. Das muss man ihr lassen. Ja, sie mag es. Mein Raum ist auch nicht viel schlechter. Wollen wir uns auch mal hier angucken. Spike-Bett. Ich weiß nicht, ob es so gemütlich ist, auf Nageln zu schlafen, aber ja. Lecker. Und auch echtes Food. Du wirst es lesen. Ja, so denke ich auch. Ich will gar nicht wissen, was sie da alles hat. Natürlich bin ich eifersüchtig. Bei solcher Kleidung kann ich doch nur eifersüchtig sein. So, jetzt Lancers Zimmer.
Nicht gerade eindrucksvoll. Ja, den Raum habe ich schon gesehen. Das tust du bitte nicht. Wow. Du hast vorher auf dem Boden geschlafen? Ach so, das war nur für dein Bike. Ach, Mann, Lancer. So, warum ist hier abgesperrt? Für mehr Leute? Ich will da aber hin. Willkommen in Clear. Ich bleib dabei, ich hab den coolsten Raum. Okay. Hallo Laero. Ja, Deltarune. Heute. Ich hab gesehen, der zweite Chapter kam raus. Da muss ich doch direkt streamen. So, jetzt dürfen wir uns hier erstmal... Danke, dass du mich auch noch belehrst, wann es genau rausgekommen ist. Ich habe es nämlich nicht ganz mitbekommen. Ich habe erst heute gesehen, es ist rausgekommen. So, was gibt's denn hier alles im Job? Ja, die guten alten Dark Hennies und Dark Burgers. Warum will ich was kaufen? Ich habe eh kein Geld. Story of my life. So, wollen wir mit den verschiedenen Leuten reden... Ja, du bist nur im Block. Okay. Dann gucken wir uns mal das Café als nächstes an. Hier hängen alle ab, ne? An dich erinnere ich mich. Du bist doch der Pizzaboy, oder war es anders? Was? Da arbeitet schon einer in der Bäckerei. Was für eine Schande. Ja, ich kann deinen Schmerz verstehen, Kumpel. Ach, ich kann die jetzt auch in mein Team holen, alle, oder wie? Also, das sind ja all die Charaktere, die man im ersten Spiel bekämpft hat. Und in Chapter 2, die man jetzt einfach spielen kann, hat man sie logischerweise nicht umgebracht. Sondern eher alle gesperrt. Ja, dann brauche ich mit euch ja nicht reden, ne? Was hast du eigentlich an Rätseln für mich jetzt neu? Irgendwann lernst du auch richtiges Englisch. Ja, das ist eine sehr schöne Stadt. Muss ich schon sagen. Also, die Gebäude sind viel... Die haben mehr Farbe. Sagen wir es mal so. Ja, was sollen wir? Ich soll einen bösen Herrscher hier hinbringen. Da kann er sowas verknicken. Das Party-Toji interessiert mich ehrlich gesagt am meisten. Kann ich hier irgendein spezielles Minispiel spielen? Hitbox. Achso, ich darf jetzt hier mir nur das Tutorial zum Kampf anhören. Das ist ein bisschen traurig. Ja komm, dann gucken wir uns die Bäckerei noch von innen an. Mann, geh mal aus dem Weg. Ich glaube, der genau im Weg steht. Da ist ja Lancer. Jetzt weiß ich wenigstens, warum hier übernommen wurde. Gib mir die Kekse rüber. Was ist der Preis? Nix. Perfekt. Ich nimm's. Ich habe nur Angst, wie sie schmecken könnten. Ich erkläre euch so Keks und Frau. Ja, das ist so ein typischer Lancer oder ein Sans-Joke. Mal kurz gucken, wie war Inventar nochmal? Nein, das war nicht Inventar. Ach, ich kann mir noch mehr nehmen, oder wie? Ich muss in die Steuerung wieder reinkommen, Leute. Was war Inventar nochmal?
Ah, das war die Taste. Mann! Ich will mir doch nur angucken, wie viel. Es halt nur ein HP. Das ist enttäuschend. Ja. Ich wurde gerade ein bisschen herbe enttäuscht von den Cookies und von dem Dancefloor. Soll ich jetzt gehen oder soll ich weiter erkunden? Wer bist du nochmal? Ja, es ist eine wirklich schöne Stadt. Da hast du recht. Warum gehst du dann auch nicht darüber? Du warst kein Feigling, keine Sorge. Komm, du musst es einfach nur versuchen. Werd deine Ängste los, dann bist du auch nicht mehr allein. Ciao. So, dann gucken wir noch rechts. Was finden wir da? Ah, die Wazi-Puppe. Die man so schön verkloppen konnte. Ich bin gespannt, wie Rosie darauf reagiert. Und so, sie probiert auch direkt. Hast du den so gemacht? Ja. Er war es offenbar. Braver Wurm. So, kann ich jetzt hier durch? Oh, ich kann hier nicht mehr rein. Oh. Okay, ich erzähle niemandem, dass du gerne so bist. Hm. Momentan können wir jetzt nicht mehr viel hier machen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder aus dem Raum raus. Warte, Quiz. Wir gehen schon? Aber wir sind doch gerade erst hergekommen. Oh, und ich will doch nicht an unseren Gruppenprojekten arbeiten. Ich kann das gut verstehen. Ich bin irgendwie immer der, der alles macht. Was, ihr habt Taubensaufgaben? Naja. Ich frage mich, ob Razzy, wenn er wollte, mitkommen könnte. Ja, Schule ist die Schule ist sehr wichtig, Leute. Das geht auch an euch. Ihr vergisst zwar die Hälfte, nachdem ihr von der Schule runter seid, aber es ist wichtig. Mann. Das, vielleicht kann Lenzer mit. Kann Lenzer überhaupt mit? Er ist jetzt ein Schlüssel-Item. Was? Passt da rein? Nein, geh weg. Nein. Nein, warum hab ich den mitgenommen? Ja, wir sehen uns bald. Dann lass uns mal unsere Projekte machen. Lenzer? Wo ist Lenzer? Ich frag mich, was jetzt mit Lenzer passiert ist. Haben ihn jetzt so aus Versehen ausgelöscht, oder wie? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dahinter. Dass die von der dunklen Welt eigentlich nicht in unsere Welt dürften. Das ist nicht die Bibliothek. Wo ist denn die Bibliothek? Nein.
Ach, die war wahrscheinlich irgendwo mitten in der Stadt, ne? So, dann suche ich die mal. Da ist sie doch. Mann, Andein, du hältst den ganzen Verkehr auf. Ja, du hast. Ich sehe, wie gut du hier versucht hast, die Ampel zu machen. Also, dass du versucht hast, hier die Richtung anzuweisen. Ich sehe es. Deswegen hebst du auch das eine Auto gerade die ganze Zeit hoch. Was? Also, okay, ein Hund ist dafür verantwortlich. Ich weiß sogar welcher. Okay, ich kann dann eh nur in die Bibliothek. Weißt du, das Spiel lässt mir nicht mal eine andere Möglichkeit. Ja, das verdammte Schulprojekt. Ich kenne halt nur zu gut, dass man dann alles alleine macht. Kannst du mal ein bisschen mehr Begeisterung zeigen? Andein war da. Irgendwas ist merkwürdig. Das kann man ja mal machen, ne? Noch eine Welt? Ja. Ich sag doch, noch eine Welt. Einfach mal reingehen, ne? Wahrscheinlich gibt es pro Chapter eine andere dunkle Welt. Die Frage ist, ob Razzie dahin mitkommt. Ja, wir müssen da rein. Dann lass es uns mal tun. Let's go, let's go, let's go! Auch wenn du jeden Einzelnen verprügelt hast. Okay. Ich kann das nur zu gut nachempfinden. Man kann einfach nicht mit dieser Neugier leben. Aber interessant, dass es mehrere dunkle Welten gibt. Das ist ein interessanter Plot-Twist. Ich kann mir gut vorstellen, dass nur L und der andere hier dann jetzt aus Versehen reingefallen sind. Das ist neu. Warte mal kurz gucken. Inventar. Lancer ist noch da. Okay, interessant. Der andere ist offenbar aus Versehen rausgefallen. Speichern wir hier mal. Ich denke mal, ab hier wird das erst anfangen. Ich werde mir kurz einen Zweitspielstand machen, dass ich einfach direkt. Jetzt habe ich zwei Spielstände, ne? Ja, dann kann ich nämlich direkt, wenn ich in Genocide anfangen will, oder den gemeinen Run, kann ich dann einfach von dort aus starten. So, wer bist denn du? Hallo. Die Kabel, die Kabel. Okay, aufpassen, dass die mich nicht treffen. Kann ich in der Mitte lang? Nein. Ich sollte vielleicht mal sprinten. Jeder war. Könnt ihr mal in ganzen Sätzen reden? Jeder andere wurde. Rettet uns. Sie wird uns. Irgendwer hilft mir. Joel? Irgendwer bitte. Susi? Gut, dass ihr jetzt erst hier seid. Wartet. Schwinde, bevor es zu spät ist. Und wir haben einen Grund, hier alles zu machen. Noch ein König, beziehungsweise eine Königin.
Tale of a Sturdy Session. Ja, das ist eine sehr schlimme Studienzeit. Ich werde das nicht vorlesen. Und wie sollen wir dich nennen? Wen? Einen billigeren Namen hattest du nicht, ne? Wir nehmen Queen. Wir sind keine schönen Kinder. Unrecht hat sie da nicht. Du denkst aber auch alles so aus, wie du es haben willst, ne? Was wäre gewesen, wenn ich einfach an die Computer gegangen wäre? Ey, wir wollen nun noch zurück. Ach so, sie wollte uns auffangen, aber sie hat keine Käfige mehr. Warum überhaupt? Ey, dieses Face finde ich so nice. Ich weiß nicht, was Peon heißt. Aber sie will die Welt unterjochen. Wie der König. Du willst aus ihr einen Roboter machen? Das ist eine interessante Hintergrundgeschichte. Überhaupt nicht zu leugnen. Ja, das ist zwar ein bisschen cool, aber ich will's nicht. Wir machen nicht vorher platt. Natürlich wehren wir uns. Wir werden immer kämpfen. Okay. Kannst du das Ding nicht einfach werfen? Weißt du, die ist noch mehr Pain in the ass, als das Susi im letzten Part war. Alter, jetzt hör mal auf, Susi. Ist gut, wir haben es verstanden. Was? Och, nö. Jetzt spielen wir hier The Thing, oder wie? Okay, Ecken. Was können wir machen? Erstmal checken. Und du, defende mal. Wie ging das Spiel nochmal? Okay. Nein. Au. 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 Ich hab mich gerade richtig beschissen angestellt. So, wie wär's mit Wiggle, Wiggle, Wiggle? Nein, den Rootbuster brauchen wir nicht. Den auch mal nur für den Genus-Zeit. Okay, er ist ein bisschen lose geworden. Nein, ich will nicht, hallo. Lass mich leben, danke sehr. Okay, machen wir es einfach so. Ach so, ich muss C drücken. Zack! Ah, okay, ich muss die Wires einfach zerstören. Ja, da ist das Werfen am sinnvollsten. Au. Okay, einen kann ich sperren. Nee, warte mal. Das sollte, wenn Susi machen, weil die kann sonst nichts anderes machen. Yay! Wiggle, wiggle, wiggle. Wir haben jemanden recruited. So, jetzt haben wir nur noch einen, der uns killen will. Oh, und das Attackenmuster hat sich geändert. Ich komme doch mit einer Veränderung gar nicht klar. So, gut ziehen. Und Feuer! Ja, geschafft. Ja, der Angriff ist Billo. Damit triffst du mich nie im Leben. Die sperren wir.
Ja, ein neuer Rekord. Wie gesagt, wir machen noch keinen Genocide. Das mache ich, nachdem ich den Pazifist geschafft habe. Ja, wir müssen diese Kühe... Och, das sind auch mehr von denen. Oder auch nicht. Hä? Die haben sich beruhigt. Bessie? Wo kommst du her? Wie bist du hergekommen? Ja, und wir müssen jetzt jemanden retten. Ja, sie wird sonst noch ein Roboter. Wir müssen unbedingt los. Es wäre nur schön, wenn sie mal was anderes auch zur Verfügung hätte. Als Attacken zum Killen. Über ein weiteres Abenteuer freut man sich doch. Let's go! Ich weiß ja, wie der Hase läuft. Hui! Natürlich muss ich hier alleine runter, während da mich einer attackiert. Du Billo, du triffst ja überhaupt nicht. Das wird bestimmt noch schlimm. Ich hätte nichts sagen dürfen. Alter. Der Beat geht richtig ab. Ich genieße gerade richtig die Musik. Wartet. Da muss der einmal Wave machen. Na, 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 na. Mir gefällt das jetzt schon so gut. Hier ist Cyberworld. Wir sind wahrscheinlich in den PCs drin. Oh, hi. Ja. Wirf mich einfach. Und Razi? Razi ist eigentlich der süßeste von allen beim Pazifist. Okay, schaffe ich es, beide Wires zu treffen? Ajo, ja, ich hab's beide getroffen. Komm, treff doch! Ich bin kacke! Du wirf mich, du... das würde noch nicht funktionieren. Mann, bin ich gut. Au. Je näher man halt ausweicht, desto mehr kriegt man dann an TP. Und das kann ich gebrauchen, dann kann mich Wazi heilen. Heil mal Susi zuerst. Susi, wirf gut. Ja. Perfekt. Schön, dass Wazi trotzdem das alte Picture hat. Aua. Leute, ich es ist lange her, dass ich so eine Art von Spiel gespielt habe. So. Spare. Spare. Pacify. Nice. Das läuft auch wunderbar. Ich habe nicht einen Fehler in meinem Spiel gesehen. Auch wenn mir jeder was anderes wahrscheinlich erzählen will. Was sehen wir eigentlich überhaupt hier rechts? Eine Kiste, die nehme ich doch mit. Ein Glowwrist. Wir haben ein Ausrüstungsteil bekommen. Wie viel macht das denn? Defense. Defense würde ich ehrlich gesagt am ehesten Wazi geben, weil der braucht es am ehesten. Ich finde auch das neue Design von Wazi einfach nice. Was? Hallo? Ah, okay. Du hast mich gerade eben schon angegriffen, du Dreckiger. Schön, dass nur meine Treffer zählen.
Easy! Das war ja gar nichts. Alter, so schnell kann ich das Ding noch gar nicht drehen. Einfach durch. Scheiß auf alles. Als ob dieses Scheißding überall liegt. Ach, ja komm. Ach, diesmal werden sie ja noch wirklich sterben. Warte, nochmal lesen. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil ich habe das erste übersprungen aus Versehen. Ja. So, sie hat einfach den Text geändert. Auch gut. Aber ihr habt nicht viele von uns gesehen, ich weiß. Ich liebe die Hintergrundmusik. Also wie gesagt, ich mache erst einen normalen Run und danach gibt es einen Genocide. Und ich bin schon gespannt, was ihr könnt. Soft Voice wahrscheinlich. Ja, das hat bei beiden geholfen. Irgendwie schon. Ach, die... Ach, wie süß. Die werfen mit Wollknollen. Und man kann sie direkt sperren. Das war ja mega easy. Da steht auch, wie viele ich von denen haben kann. Okay, da geht's weiter. Dann gucken wir erst hier. Da ist noch ein Beitrag zum Quatschen. Ah, in der Zeitlinie ist jetzt erst Internet rausgekommen. Und nur deswegen ist die Königin überhaupt so schlau. Aha. Ich weiß so was von, wie das geht. Okay. Wie machen das so? Bop, bop, bop. Easy. Da-da-da-da. Und hier ist zum einen ein komischer Klotz und das. Fiber Scarf. Scarf ist doch definitiv was für Chris, oder nicht? Nein, das ist auch was für Rotzi. Auch wenn man beim Pacifist One eigentlich gar keine Waffen braucht. Die kann man eigentlich auch genauso gut liegen lassen. Hallo? Oh, ich bin durch dieses Force Field gekommen, also durch das Kraftfeld. Ja, das ist dein Kraftfeld. Okay, danke. Immer noch immer gern. Ich dachte, ich kann jetzt mit den beiden reden. So wird man enttäuscht. Du hässliche Schickse. Nein, er gibt dich hier nicht. Wehr dich einfach. Okay. Du hässliche Schicksal, ich hau dich kaputt. Du sie. Ja, wir kommen nicht retten. Und jetzt hast du hier noch mehr Schiss gemacht. Das hast du super gemacht. Ja, ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass sie das wüsste und hätte es rausgeplaudert. So ein ekelhaftes Biest. Nein! Sie will uns versklaven. Nein! Ja,
Antwort lautet nein. Merci, du hast es wunderbar gesagt, aber du hättest es anders sagen können als mit diesem Face. Hi! Das sieht lecker aus. Ich darf jetzt zocken? Aber ich zock doch schon. Wartet. Ich hab mal kurz die Finger knacken lassen, weil jetzt... Jetzt kommt meine Disziplin. Da freue ich mich doch. Nee, warte, falscher. Hä? Wetten, das Ding ist irre leicht. Hallo? Vielleicht auch wenigstens was Nettes. Wetten, das Ding funktioniert gar nicht. Ja, ich bin nicht groß genug. Du bist eine hässliche Schickse. Ja, dann kann wohl nur Susi spielen. Ich soll einfach auf dir sitzen, oder? Das ist so ein Lancer-Move. Mann, ey. Ich find's ja lustig, aber das sind solche Lancer-Moves. Alter, da war Ralsei gar nicht nötig. Mann. Hallo, Ralsei, geht's dir gut? So, wie funktioniert das? Ah, ich spiele hier gerade Punch-Out. Das ist ja mega easy. Easy. Dich mach ich fertig. Aua. Aua. Easy. Sag ich doch. Was wäre, wenn ich sie jetzt einfach hätte gewinnen lassen? Okay. Nein. Nein, vergiss es. Ich will Option C. Wir helfen dir nicht. Aber schön, dass wir überhaupt was davon ausgesucht haben. Ey, ich werde sie so hart verdreschen im Genius Side. Zählt das jetzt schon als gemein oder? Hallo? Du willst zurück zu der Stadt, aber der Weg ist blockiert. Alter. Die haben sich richtig Mühe gegeben mit dem zweiten Teil. Okay, was hast du so zu bieten? Hä? 400 für ein Bagel?
Achso, 400 Begets für 80? Das passt doch eigentlich gar nicht alles rein. Wie viel macht so ein Bagel? Ich will auch mal den 400er kaufen. Okay. Wurde umgebracht. Schön, dass das Spiel auch darüber nachdenkt. Was hast du für mich? Nein. Schön, dass es beim einen 80 kostet und beim anderen 400. Ah, das ist wieder eine dieser Teleporttüren. Okay. Dann können wir gleich. Was ist das hier für ein Minispiel? Eins, das ich zurzeit noch nie machen kann. Okay. Ich guck da gleich. Genau so stehe ich auch immer den ganzen Tag da. Ich stehe in der Gegend rum. Guck einfach nur. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Auf dem Handy hatte sich der Stream gerade aufgehangen. Deswegen habe ich schon mal kurz drauf geguckt. Einmal durchsprinten. Aber hier gibt es doch bestimmt was. Was für stupid. Muss eh jeden von denen bekämpfen. Ich will einfach mal wissen, was dabei passiert. Aua. Man kann sich aber auch den nicht anstellen. Okay. Ich will einmal einen petten. Du machst Defend. Petsify auf den anderen. Okay, ich kann sie auch einfach petten. Jetzt kommen ja noch mehr Bällchen. Ja, das macht den Shining glücklich. Nein, 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 nein. Ja. Erfolgreich gerettet, würde ich sagen. Noch mehr von denen? Wo war das? Dumm. Noch ein Cloverus. Also nochmal sowas von diesen Leuchtstäben. Komm, jetzt darfst du aber auch mal eins haben. Och, komm. Ich will dem Tier helfen. Das steckt doch schon fest. Okay, da ist wieder ein Kraftfeld im Weg. Was bist du für einer? Take care. Das sieht witzig aus. Ach, das sind Viren, oder wie? Ach, jetzt spielen wir über Skalaga. Mehr oder weniger. Alter, das ist schon heftiger als der vorherige Teil. Und ich müsste Quiz unbedingt heilen. Agree to all. Okay, lass mich mal kurz gucken. Er. Dumm, dumm. Ey.
to... ja, das funktioniert nicht. Sag dich, während ich es schaffe. Agree to all. Was? Ja. Na, na komm, dann schick mir noch mal einen Gegner. Du bist langweilig. Komm her. Take care. Oh, Boss Galaga wieder. Nur ein bisschen heftiger. Eins bär ich und dann mache ich danach die Fan, weil ich Chris unbedingt mal heilen muss und ich will Rotzis Heilzauber dafür verwenden. Es ist heftiger jetzt schon als alles, was in Chapter 1 war. So, Rotzi, du müsstest jetzt heilen können. Heil Chris. Kannst ihn gleich nochmal heilen. Oh, jetzt spielen wir wirklich Galaga. Oh Gott. Ich wollte doch nur Chris eben kurz hochheilen. Okay, ich habe genug geheilt. Also ich kann ja versuchen, nochmal Heal Prayer zu machen. Aber es kommt nicht mehr durch. Ich würde mal sagen, ich kaufe noch ein paar von den Bagels. Warte mal, von euch muss ich eh noch einen. So. Oh, und du spare auf irgendeinen. Ach so, es war noch nicht gelb. Und die Katzen können auch schreien. Okay, interessant. Ja, ich muss Pacify einsetzen. Nummer und Pacify. Liebe dieses Spiel. So, jetzt muss ich keinen von euch mehr. Ich hab jetzt durch. Ich hole mir nur ein paar Bagels. Weil ich sie bestimmt gebrauchen kann. So, ich kaufe noch ein paar. Ich habe mehr als genügend Geld. Und sie heilen 80 pro Stück. So, ich habe jetzt ein paar gekauft. Einmal durch. Sollte ich nochmal zurück, um einfach gegen diese Wires kämpfen zu können? Weil von denen habe ich ja noch nicht voll. Was soll ich hier jetzt eigentlich machen? Woran soll ich jetzt erkennen, welchen ich nicht nehmen muss? Ach, der rechte ist der richtige. Trotzdem wissen, was passiert, wenn ich den falschen nehme. Da kriege ich eine Kiste. Wenn ich alles schaffe. Okay. Das schaffe ich. Da da da. Gib her. Lass mich verarschen. Da war ja nichts drin. Was für ein Scam. So, jetzt muss ich hier noch einmal schaffen. So, hier muss ich nur 10 schaffen. Was kriege ich hier für... Oh, okay, so.
Wo habe ich das jetzt die beste Option? Ah, ich sehe schon den Fehler. Ich hätte hier von rechts kommen müssen. L B. So, wo habe ich jetzt das? Ich habe kein B neben mir. Ich bin aber auch dämlich. So. Ich kann das auch einfach vom Rand hier aus machen. Habe ich jeden Buchstaben da. Dauert nur ein bisschen länger. So. Nee, das H, das fehlt tatsächlich. Ach, Kacke, da hätte ich hochgemusst. Ich muss nochmal machen. Aber schön, dass ich auch einfach so einen machen kann. So, jetzt brauche ich ein L. Brauche ich wieder ein F. E, H, B, E, R. Und da rastet das Teil komplett aus. Weil ich so genial im Rätsel lösen bin. Habe ich jetzt irgendwas dafür bekommen? Ich bin ja extra falsch gelaufen. Ich krieg dafür nix. Gut. Ich habe das komplett für umsonst gemacht. Zwar nur fürs Feeling. Du bist jetzt wahrscheinlich der Boss. Easy. 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 Noch easy. Gleich nicht mehr. Wann rastet es aus? Jetzt. Doch nicht. Hallo? Raste doch wenn aus. Und warum kann es eigentlich nur mich immer treffen? Oh, geht's dir gut? Ja, das ist dann wohl eine Sackgasse. Was ist der Deal hier? The name Sweet. Oh, like sweets. Ja, wie Süßigkeiten. Nein, sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts. Sweeten Captain Cakes. Ach, es gibt drei von euch. Da waren das nicht immer derselbe. Ihr seid die letzte Bastion, die gegen die Königin kämpft. Und warum greift ihr mich dann an? Ich bin für euch! Wir haben sie nicht gekidnappt. Ah. Das war nicht der Punkt. Ah, und der dritte ist wahrscheinlich der, der am Stand noch mitstand. Los, KK. Warte mal, kann es sein, ich müsste einmal zurück? Vielleicht da, wo die beiden gekämpft haben, das könnte es doch sein, dass ich da was geöffnet habe. Der eine ist die Musikbox, der eine ist das Radio und der dritte ist CD-Player. Ja, lass uns kämpfen. Ich finde es schade, mein Knacken hört man nicht so sehr. Irgendwie passt das nicht so im Kampf. Das ist auch nicht viel besser. Okay, ich muss die alle zum Dancen bringen. Dann dancen wir halt alle zusammen.
Ich finde, Rotzi hat am besten getanzt. Oh, das ist ja mal richtig cool. Auch wenn ich hier gerade komplett zerlegt werde. Muss ein bisschen mitdancen. So, jetzt bringe ich dich zum Dancen. Dance, dance! Im Genocide wäre das wahrscheinlich richtig schlimm. Oh, die können da auch rauskommen. Warte mal. Kann ich die dann sperren? Ich brauche sowieso mal ein bisschen TP. Nee. Vielleicht muss ich da nach einer bestimmten Reihenfolge gehen. Aua. Ich habe nichts zum Wiederbeleben, Leute. Kann das mal aufhören? Au, und Chris ist down. Aua. Aua. Wie lang denn noch? Chris? Hey, Chris? Das ist eine gute Frage. Jetzt kann sie auch Aktionen machen, okay. Okay, es hat sich gelohnt zu sterben. Okay, jetzt können die alle acten. So, jetzt bin ich nicht mehr besonders. Wahrscheinlich wäre das eh die einzige Option gewesen. Wir müssen nämlich alle drei zum Tanzen bringen. Aber erstmal, ich muss Chris heilen. So, Dance. 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 Und jetzt dancen wir mit jedem. Happy Feet, Leute. Nice. So muss das sein. Oh, das ist richtig geil, das Spiel. Ich freue mich, dass ich es angefangen habe. Auch wenn es 2 Tage zu spät war. Ja, ich habe gewonnen. Ja, ich fühle die Moves. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man halt lost sagen kann. Also, dass man verloren hat, weil wir haben gedanced. Ihr wart aber schon heftig. Also, ihr wart heftiger als jeder Gegner, den ich im ersten Part hatte. Ja, wir haben sie mit Gnade besiegt. Dreht euch das so zurecht, wie ihr wollt. Geh ein, nimm es einfach an, Susi. Ah, okay. Jetzt können wir da durch. Wahrscheinlich kann ich jetzt untenrum wieder zurück. Dann würde ich aber trotzdem wirklich einmal zurückgehen und gucken, ob ich diese Kabeldinger einmal noch mein Team holen kann. Und jetzt machen sie einfach nur noch Party für mich. So gehört sich's ja auch. Ja, die machen richtig Party. Die haben sogar Feuerwerk in Form unserer Köpfe. Wie nice. Warte, da gehen wir noch nicht lang. Och, du tust mir leid. Und du musst... wie viele von denen hast du schon sauber machen müssen? Oh, tust mir so leid. Komm, wir gehen jetzt aber zurück, weil ich brauche noch ein paar von den Wire-Viechern.
Ich habe die noch nicht alle besänftigt. So, hier müssten doch jetzt noch mehr von denen rumstreunern. Achso, ich kann nicht weiter zurück. Da muss ich einfach hoffen, dass nochmal ein paar von denen auftauchen, oder wie? Naja. Dann hoffen wir halt mal. Und dir wünsche ich viel Glück. Das ist ein richtig geiler Shop. Okay. Dann gehen wir mal in die Rebellenbasis. Ein richtig cooler Shop. Hawk, was habt ihr für mich? Was habt ihr über die Queen für mich? War nicht immer so. Nein, sie war's. Die ist nur schlimmer geworden. Ah, der dunkle Geysir ist daran schuld. Okay. Ritter dies, Ritter das. Und dann der Runde. Ah. Das ist schon interessant. Sie war nicht immer so böse. Ich liebe die Musik in dem Spiel. Werde ich mir wahrscheinlich den ein oder anderen Song downloaden. Mecha Saber ist nur für mich und Auto X ist für Susi. Einmal die kaufen und einmal die, auch wenn sie hier absolut sinnfrei sind. Kann ich auch irgendwas verkaufen? Ich kann das alte Scarf verkaufen. Und die alten Ember Cards können natürlich weg. Nee, das kann ich Lancer nie antun. Ja komm, und dann kaufe ich noch zwei Glow Whistles. Ein weiteres kann ich mir aber nicht leisten. Es bringt halt mehr Erfahrung. Mehr Abwehr. Und die kann ich immer gebrauchen. Ich guck einfach mal. Ich kaufe wieder zwei Bagels. Dann kann ich mir eigentlich eins noch holen. So, jetzt kann ich mir noch ein weiteres holen. Kann Susi damit aufbessern. So, hier. Jetzt haben alle Abwehr. Ich habe vergessen, ihr das Ding in die Hand zu drücken. Auch wenn es useless ist, dass hier in dem Run schon die Waffen nehmen. Es lohnt sich halt wirklich mehr so für den Genocide. Oder Bad Run. Wie man es auch nennen könnte. Einen Moment, mich juckt's gerade. So. Ich fühle die Musik halt auch richtig. Oh, hi. Ich habe nochmal Glück und krieg ein paar von denen. Wirf mich. Falsche Taste. Ja, erwischt. Das hat auch beim anderen was gebracht. Wow. Oh Gott. So viel bin ich doch gar nicht gefasst, Leute. Da muss einfach nur Parzifal her. Hier machen wir Rohr. Du machst Parzifal.
Ach, geht noch gar nicht. Defend, aber nicht Pacify machen kann. Wo ist King of the Jungle? Oh Gott, es wird schlimmer und schlimmer. Ich stelle mich beschissen an. Okay. Das Problem ist, es bringt mir gerade überhaupt nichts. Jiggle, jiggle. Gib mir mal ein bisschen Magie. Pacify. Wen mache ich denn zuerst weg? Dich. Tschüss. Jetzt brauche ich nur noch einen von denen. Ich lerne. Es ist alle eine Frage des Lernens. So, jetzt kann ich alles lernen. Miau. 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 Kann diese Dinger kaputt machen, die Katze? Heil dich mal. Okay, ich gebe dir einen Bagel. Den im guten alten Wallsy. Oh, ich finde es auch schön, dass jedes Mal, wenn man denen irgendwas gibt, dass da auch noch eine Nachricht kommt. Ach komm, hier, Susi. Sogar für dich. Hm, Gesicht. Schön, dass wir uns verstehen, Susi. Und unten ist eine Kiste. Tension Bit. Was macht denn Tension Bit? Ah, dann hat man mehr Leben an sich. Okay. Auch interessant. Ich will dahin. Hm, wobei soll ich Hilfe brauchen? Speichern? Nein, danke. So, einfach nur, weil ich versuchen will, noch einen weiteren Kampf mit dem Ding zu triggern. Ja genau, weil ich brauche noch einen von denen. Das Ding kann ich in Ruhe lassen. Air Action. Perfekt. Ja. Das wussten wir alle. Ich bin erst mega geil ausgewichen und danach habe ich absolut Mist gebaut. So, take care. S-Action. So. Und dich machen wir weg. Ich sollte vielleicht einfach unten bleiben bei dem Gegner. Nein, 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 nein. Defend. S-Action, weil das macht 50 und Pacify auf den oben. Ich lasse die Katze aber erstmal leben, weil dann kann ich healen. Was ich auch brauche. Das kann jeder aus meiner Truppe gerade gebrauchen. So, du wirst ja eh nur die Wollknäule. Habe ich wieder super gemacht. Wie ein richtiger Meister. Du musst ich wenigstens nicht die Bagels verschwenden. Wann lerne ich eigentlich mal ausweichen? Ich habe gehört, nächstes Mal. Ja, diesmal habe ich es hinbekommen. Ja, das lief doch super. Jetzt habe ich jeden von denen einmal. Also komplett rekrutiert. Hallo. Ach, du schießt nur Pfeile? Ach, der ist versperrt, okay. Was ist denn das gewesen?
Dinge explodieren. Ach, ich muss die da drauf schießen lassen. Jetzt habe ich es verstanden. Und ich darf wieder Spaß haben. Falsche Richtung. Dann die Richtung noch. Mach nichts mehr. Das wollte ich sagen. Am nächsten Speicherpunkt machen wir dann aber auch Schluss für heute. Ey, was zum Henker sind diese Dinger? Sieht so aus, als würden wir sie reiten. Was reitet ihr denn da? Das sieht lustig aus. Wir haben sogar daran gedacht, Susi was Spitzeres zu geben. Ja. Das wird nicht funktionieren. Das klappt schon die ganze Zeit nicht. Irgendwann lernst du das Treffen. Es war eine taktische Kalibrierung. Okay, jetzt kommt mein erster Boss, ne? Well. Irgendwann hat sie einfach nachgegeben, ne? Oh ja, ich mag's auch. Das ist schon irgendwo interessant. Dass der nachgeben würde, war klar. Birdly, du Idiot. Er war auch so easy, ne? Es war so klar, du Idiot. Okay. Okay. Du hast einen Vogel. Und bist ein Vogel. Das passt. Leichners, das sind auch. Ihr seid auch Leichners. Leichners. Aber wenigstens lügt sie uns nicht an. Nein. Er hat eine Axt. Birdly. Pump. Pump, pump, pump. Okay, let's go. Ich bin schon gespannt. Ich habe damit gerechnet, dass sie zurückkommen. Das war mein Fehler. Wartet mal. Erst mal ein bisschen TP aufbauen. Nummer 3? Ich dachte, ich bin die Nummer 1. Nein! Noten, mein schlimmster Albtraum.
Was, wenn wir alle drei... Ach, ist glaube ich eh egal. Pom, pom, pom. Ich habe gar nichts getan. Ach du Kacke. Der Angriff war heftig. Bump. Nein. Du bist easy. Bam. Pong, pong, pong. Das Ding wird bald kaputt sein. Ja. Du bist gerade überhaupt kein Held. Mein schlimmster Albtraum. Warte, jetzt machen hier zwei einzeln. Kann ich mit Wildsy wenigstens noch heilen. So. Ja, bist du selber schuld. Nein. Den Angriff mag ich nicht. Der ist nämlich richtig krass. So, bam. Ah ne, die, die braucht eh 32 dafür. Okay, dann einfach zack. Bisher machst du ja eigentlich gar nichts. Okay, warte. Er ist auf 90%. Da reicht es aus, wenn Susi und ich das so machen und einmal hier Play, um Riley zu retten. Kaputt. Das ist schon fair. In einer Minute. Okay. Es ist... Oh, war ja klar. Gleich hört die Strecke auf, ne? Was heißt das? Schmerzen. Das wird wehtun. Also, könnten die beiden jetzt auch theoretisch irgendwann in mein Team kommen? Oder wie darf man es verstehen? Ja, müh. Es rettet den Tag. Wie immer. Weißt du? Wer ist jetzt der König des Mülls? Aua. Ist ausgerutscht. Ja, das ist nix. Aua. Komm, hilf ihr einfach. Susi. Ich sag doch, tu's einfach. Ich liebe dieses Face. Gute Frage. Wäre nicht schlecht. Dann bring's mir bitte auch direkt bei. Okay, erstmal wichtig, da muss ich drin. Ein dunkles Süßigkeit, ja. Traum.
Ist Lance eigentlich immer noch in meinem Rucksack? Ich wünschte, ich könnte den einfach irgendwie was beibringen. Lancer ist immer noch da drin. Ich wünschte, er würde auch mal da rauskommen. Ah, Newbird schon wieder. Hallo, ich bin Schwäschi. Ach, der kann alle Items halten. Oh. Wo? Warum ist Nubit so interessant? Ja, was erinnerst du dich? Aha, wenn ich jetzt mehr Items kriege, als ich tragen kann, dann kommen sie einfach ins Inventar. Also von dem. Ja. Och Mann. Oh, da ist was in weiter Ferne. Ich glaube, Susi ist mir böse, wenn ich nicht mit ihr gehe, aber Rossi. Ich lasse den Zufall entscheiden. 3, 2, 1. Susi. Okay, dann bleibe ich halt allein. Niemand will mit mir laufen. Immer bin ich allein. Welcome to the city. Ach, jetzt bin ich komplett allein. Aber ich würde sagen, hier beenden wir das mal für heute. Ich fand, das war ein relativ lustiger Stream. Ich würde zwar gern noch länger streamen, aber ich muss morgen früh raus. Deswegen machen wir einfach morgen weiter. Vielleicht mache ich dann auch ein bisschen früher. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Auf YouTube und auf Twitch natürlich ein Follow, je nachdem, wo ihr es guckt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!